ist Baja. Die dritte im Mehrkampf, die so ganz verhalten sich die Bronzemedaille erkämpft hat. Auf dem dänischen Fernsehen ist sie ein bisschen ausgekommen. Auch erst 16 Jahre alt. Vielleicht die große Hoffnung der rumänischen Mannschaft. Mehr noch als Nistor. Die Europameisterin an diesem Gerät. Ja, eine relativ große Turnerin, 1,63. Also sie ragt so über ihre Mannschaftskameraden weit hinaus, der rumänischen Mannschaft. Aber hatte für mich im Mehrkampf so ein paar Unsauberheiten. Da mal ein Knie krumm. Aber heute ganz konzentriert. Man spürt auch diese Anspannung bei ihr. Und diese Drehungen machen den Damen mitunter mehr Probleme als ein Salto vorwärts. Ja, gerade mal mit dem Bein in der horizontalen halten. Das wurde auch Oksana Schulz-Witina zum Verhängnis. Schöne Dreifachschaukel. Fast übergedreht, das ist auch ausgedreht auf jeden Fall. Raluca Ișpaza, die Rumänin. Ja, da wird es dann wieder Führungswechsel geben. Das war eine starke Vorstellung von ihr. Eine medaillenverdächtige Übung. Bis jetzt sind die Rumänien ja nicht verwöhnt worden bei dieser Weltmeisterschaft, Silvio. Ja, also bei den in der Mannschaft ohne Medaille, richtig. Mehrkampf, nur drei durch ihre Bronzemedaille und im Gerätefinale am ersten Tag ohne Medaille geblieben. Also das läuft schon Richtung Neuaufbau. 2008 ja bei vielen das große Ziel, Olympische Spiele in Peking. Ja, diese Wertung derzeit von Alice Hopfner-Hips aus Kanada, die wird sie packen. Die Kollegin daneben, Steliana Nistor, weiß, dass sie keine Medaillenchancen hat. Und 50,5, knappe Führung für die Rumänin.